Hallo, ich bin Jens Bemme aus Dresden und ich möchte zum Thema Linked Open Storytelling in den nächsten circa 10 bis 15 Minuten kurz erklären, worum es dabei geht, was ich mir darunter vorstelle und wie euch das im Idealfall in der Wissenschaftskommunikation für eure eigenen Projekte und eure eigenen Forschungsdaten hilft. Ich teile jetzt dafür den Bildschirm und zeige einfach ein paar Beispiele aus meiner eigenen Arbeit, beziehungsweise auch aus der Zeit meines Fellowships vor, ja, einem Jahr, und den Ergebnissen, die dabei entstanden sind. Der Kurs Linked Open Storytelling für die eigene Wissenschaftskommunikation mit offenen Daten ist in der Wikiversity im Entstehen. Das Skript ist noch nicht vollständig. Aber ich arbeite daran, einfach mal all die Dinge aufzuschreiben, die mir zum Thema Linked Open Storytelling einfallen. Linked Open Storytelling, und das ist die Idee dahinter, ist eigentlich nichts anderes als der Gedanke, dass offene Daten, die in vielen Forschungsprojekten anfallen, ja noch keine Geschichten sind. Und dieser Begriff der Linked Open Data, LOD, genügte mir nicht, um zu beschreiben, worum es mir eigentlich geht, wenn es ans Geschichtenerzählen geht. Und Linked Open Storytelling ist insofern einfach eine Abwandlung des Begriffs Linked Open Data. Zusammenfassend, und dazu kommen wir am Ende gern nochmal, aber zusammenfassend habe ich ein paar Prinzipien erstmal aufgestellt, die Lost Linked Open Storytelling in der eigenen Wissenschaftskommunikation vielleicht ganz gut zusammenfassen. Zum einen ist meine These, dass jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin im Idealfall selbst dafür sorgt, offene Metadaten zu erzeugen und zu pflegen, die die eigene Forschung betreffen. Das können Publikationen sein, das können Metadaten von anderen Forschungsdaten sein. Das können letztlich jede beliebige Zusammenstellung von, ja, Daten sein, die so anfallen. Metadaten sind nichts anderes als Daten, die beschreiben, welche Daten vor einem liegen bzw. produziert wurden. Und Metadaten sind letztlich der Schlüssel dazu, dass interoperabel, also zwischen verschiedenen Systemen, aber auch Nutzern, Projekten, Daten relativ einfach oder eben einfacher benutzt und weiterverwendet werden können, weil sie im Idealfall standardisiert beschreiben, worum es sich bei einem bestimmten Datensatz handelt. These 1 also, jeder sollte in der Lage sein und auch einschätzen können, was offene Metadaten, die man selbst erzeugt und selbst pflegt, welche Vorteile darin stecken für die eigene Wissenschaftskommunikation. Über Metadaten hinaus gibt es Normdaten. Im bibliothekarischen Bereich ist das die gemeinsame Normdatei GND. Auch diese Normdaten sind ja Metadaten, die man in eigenen Publikationen beispielsweise benutzen, insbesondere verlinken kann, damit Leser, Leserinnen eindeutig erkennen und finden, worum es beispielsweise bei einem bestimmten Begriff geht. Ein paar Beispiele dazu kann ich dann gerne noch zeigen. Ein anderes Prinzip ist, dass ich vorschlage, dass man, wenn man in der Wissenschaftskommunikation erzählen will, was man so tut, einfach kontinuierlich und scheibchenweise, sage ich mal, über das berichtet, was man macht, nicht erst am Ende, wenn die Projektergebnisse komplett sind, sondern im Idealfall, ich sage deswegen scheibchenweise, immer wieder. Und der Ansatz Linked Open Storytelling bezieht sich eben darauf, nicht nur am Ende ein Konvolut, einen großen Batzen Metadaten der eigenen Forschung abzuliefern, sondern Stück für Stück, Element für Element, die Daten, die man hat, die Zwischenergebnisse, die man hat, in einen bestimmten Kontext, in Kontexte einzuordnen, darüber zu berichten,
und diese Elemente einfach auch miteinander zu verbinden und zu verlinken. Aus diesem Grund ist eine letztlich Grundlage für Linked Open Storytelling eigentlich völlig unabhängig vom Kanal, über den wir sprechen, aber ich denke, der einfachste Einstieg in eine eigene Wissenschaftskommunikation ist zum Beispiel der eigene Blog oder ein Mikroblog wie Twitter oder. Also ich will da gar nicht zu sehr eingrenzen auf ein ganz bestimmtes Medium. Ich persönlich bin da völlig offen. Ich habe da meine eigenen Kanäle, aber das ist letztlich Geschmackssache jedes Einzelnen. Das Manifest unter hardbloggingscientists.de ist aus meiner Sicht aber ein sehr guter Ausgangspunkt, wenn man sich mit der Praxis des Bloggens beschäftigen will, und ist für mich so ein bisschen die Grundlage dessen, was man dann über das Bloggen hinaus mit offenen Daten und offenen Metadaten erreichen kann. Letztlich geht es darum, aus meiner Sicht Zusammenhänge zu bauen und Elemente bzw. Mosaikstückchen oder wie man es auch immer nennen will, scheibchenweise der eigenen Forschung zu dokumentieren, sei es in Bibliografien, wie zum Beispiel Scholia auf der Basis von Wikidata-Daten, aber vor allem zu zeigen, wie sich diese Scheibchen, wie sich diese Datenpakete und Paketchen, wie sich Quellen und Veröffentlichungen, die nach und nach entstehen, einordnen, wie die Dinge miteinander zusammenhängen, möglicherweise wie die Rezeption auf das reagiert, wie die aussieht, was man so produziert in seiner Forschung, neue Ideen, die längst nicht ausgereift sind, lohnen sich möglicherweise sehr früh kommuniziert zu werden, Daten, Code. Es gibt letztlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, von Gegenständen, um die sich Wissenschaftskommunikation drehen kann. Und die These von Linked Open Storytelling, ist eben scheibchenweise kontinuierlich die eigenen offenen Forschungsdaten und Metadaten dieser Forschungsdaten in der Kommunikation über das, was man den ganzen Tag tut. Und das ist oft meist großartig, diese offenen Daten zu benutzen und in die eigene Kommunikation einzubinden. Dazu ein paar Beispiele. Als erstes haben wir hier die Seite Hardblogging Scientist. Da gibt es ein Manifest 1 und Manifest 2. Das Manifest 2 ist eine sehr kurze Fassung. I create amazing stuff in my mind. Das, wie gesagt, ist die Kurzfassung. Eine Langfassung findet man unter Manifest 2. Da ist das noch etwas ausführlicher beschrieben. Und jeder kann letztlich selbst entscheiden, ob er sich als Hard Blogging Scientist bezeichnen will oder wird oder schon einer ist oder noch werden will. Das nur als Anregung. Ich denke, kontinuierliche Kommunikation über das, was man den ganzen Tag tut in der Forschung, kann, sollte möglicherweise auf diesen Grundsätzen fußen. Jetzt zu einem praktischen Beispiel. Ich selbst arbeite in der Sächsischen Landesbibliothek im Bereich Landeskunde, Citizen Science, Saxonica. Wir betreiben dort auf Hypothesis, dem geisteswissenschaftlichen Blogportal, den Blog saxorum.hypothesis.org. Wöchentlich, meist am Dienstag, erscheint ein neuer Blogpost, Rezensionen, Forschungsberichte, Essays. Und jeder dieser Blogposts wird mit offenen Daten aus Wikidata, also in Wikidata beispielsweise, nicht beispielsweise, sondern in dem Fall in Wikidata, wie in einem Bibliothekskatalog erfasst. Das sieht dann so aus, dass am Ende eines Blogposts das Datenobjekt des jeweiligen Textes zu finden ist. In dem Fall ist das dieses Datenobjekt, Heimatkonstruktion in historischer Perspektive 1. Da kommen dann noch weitere. Und in dieser letztlich Katalogkarte ist ein Bild aus dem Post,
aus den Wikimedia Commons hinterlegt und formale Angaben zu diesem Text. Warum zeige ich das? Um zu veranschaulichen, dass wir in dem Fall Wikidata, also offene Metadaten, in Wikidata benutzen, um in dem Datenobjekt des, in dem Gesamtdatenobjekt des Blogs diese Datenobjekte zu sammeln. Das ist die lange Liste der Blogposts, die bisher erschienen sind. Und um zu zeigen, Entschuldigung, um diese Datenobjekte zu benutzen, beispielsweise sämtliche Illustrationen, die wir jemals in Blogposts von Saxorum zusammengestellt haben, in einer Galerie in einem Klick präsentieren zu können. Das beispielsweise ist ein Query, also eine Abfrage aus Wikidata, die alle in Datenobjekte von Saxorum-Blogposts eingebetteten Bilder abfragt und in einer Galerie darstellt. Was ist daran Wissenschaftskommunikation? Das ist jetzt hier keine Raketentechnik, das sind einfach viele bunte Bilder, die aber zumindest aus unserer Sicht darstellen, welche Themenvielfalt auf Saxorum in Hypothesis zu finden ist. Ein anderes Beispiel ist das Datenobjekt zum Konzept Linked Open Storytelling. Ich beschreibe auf Englisch Linked Open Storytelling als Approaches of Linking Open Data with Storytelling oder Storytelling with Linked Open Data oder eben Daten, die man öffnet und veröffentlicht, indem man Geschichten erzählt. In diesem Datenobjekt ist ein, in dem Fall das Herzlogo von Wikidata eingebaut als Logo und mein Poster aus dem Programm Fellows Freies Wissen, sowie beispielsweise ein in dem Statement Described by Source, zwei Quellen, in denen etwas detaillierter beschrieben ist, worum es bei Linked Open Storytelling geht. Das heißt, hier findet man weitere Quellen, die dieses Konzept Linked Open Storytelling beschreiben. Warum zeige ich das? Um beispielhaft zu verdeutlichen, dass man im Grunde für jedes, ich sage mal, Konzept, für bestimmte Ideen, für Definitionen, Fachgebiete und Veröffentlichungen für die eigene Forschungsarbeit genau solche Datenobjekte anlegen kann, um sie in der Kommunikation zu benutzen, das heißt, in Blogs zu verlinken, in Social-Media-Kanälen zu benutzen und zu verlinken, also zum Beispiel auf Twitter, auf Facebook oder sonst wo. Und diese Daten in Wikidata in diesem Fall können von jedem einerseits mitgepflegt, verändert und erweitert werden, andererseits aber eben auch durch Abfragen wie die Bilderabfrage bei Saxorum eben einfach benutzt werden, um Forschung zu visualisieren. Das Beispiel hier unten, Described by Source, da gibt es dann auch noch das Statement Cited in, wenn es um Zitationen geht, wer zitiert wen, in welchen Dokumenten, Publikationen. Dafür gibt es die schöne Abfrage Plattform Scholia, die auf Wikidata aufbaut und bibliografische Metadaten aus Publikationen personenbezogen beispielsweise abfragen kann. Hier ist das Beispiel von Philipp Schrögel, der war mit bei mir im Jahrgang bei den Fellows. Und hier sind in Wikidata 4 Publikationen von Philipp erfasst. Die habe ich durch ein Tool auslesen lassen über die DOIs, die in seinem Orset Account vermerkt sind und also fast vollautomatisch einlesen lassen in Wikidata, sodass hier seine Bibliografie längst nicht vollständig nun auch mit offenen Daten in Wikidata
abrufbar ist. Es gibt so eine Schuljahrabfrage auch für die Fellows freies Wissen Jahrgänge insgesamt. Diese Abfrage ist aber noch relativ lückenhaft und da ist also noch ein bisschen Datenputzerei notwendig. Zurück zum Kurs. Ich möchte zeigen mit Linked Open Storytelling, dass offene Daten selbst noch nicht so viel wert sind, wie wenn wir beginnen, Geschichten mit diesen offenen Daten zu erzählen. Und das kann einerseits bedeuten, dass man eigene Daten anlegt oder eben vorhandene Metadaten in offenen Systemen, wie zum Beispiel Wikidata, dass man diese Daten pflegt, um sie dann in eigenen Zusammenhängen, sei es Publikationen in Blogs oder sogar in Papern, zu benutzen. Um diese Themen soll es gehen in unserem Seminar in der Winter School. Und in den nächsten Wochen werde ich dieses Skript auch weiter ausbauen. Im Idealfall wird daraus auch noch ein Aufsatz, der, so hoffe ich, letztlich mit Prinzipien des Linked Open Storytellings funktioniert. Aber das ist ein Fernziel. Ich freue mich auf das Seminar und wir sehen uns. Bis dann.